Kevin. Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Terra Mine. Natürlich wieder mit dabei der liebe G-Time. Hallo. So, und wir sind in der letzten Folge. Sind wir ja hier ordentlich produktiv gewesen, haben ordentlich was gefarmt. Und das wollen wir jetzt so ein bisschen noch zu Ende bringen und dann zurück zum Haus und dann natürlich auch ein paar Items bauen, ein paar neue Items bauen. Und mal gucken, was das schöne Schießgewehr von Kevin so bringt. Ob wir damit auch ein bisschen schießen können, man weiß es nicht. Könnte man was eben ausprobieren. Und sofort am Anfang eine Goldkiste gefunden und voll viele Pfeile, Alter. Richtig viele Pfeile. Jawolski, bring mich jetzt hier raus, glaube ich, aus dem Ding. Ich habe übrigens Granaten gefunden, ne? Funktionieren hab die ich auch? Ja. Bam, so, Junge. Ich probiere mal eine Granate. Bam. Ich probiere jetzt mal Granaten zu werfen. Bam. Bam. Boah, Granaten sind so wie Dynamit, nur nicht so stark. Die sprengen keine Bam. Steine kaputt. Bam. Ich spreng mich hier gerade raus. Ja, hört man noch nicht. Okay, ich glaube, jetzt habe ich ein Problem. Warum? Weiter geht's nicht mehr. Jetzt habe ich mein Dynamit aufgebraucht, bin aber hier nicht rausgesprengt, so gesehen. Okay. Gut, dann müssen wir weiter durch die Höhle laufen. Das ist natürlich peinlich jetzt, ne? Hm? Ich sag, das ist natürlich peinlich jetzt. Naja, es hat halt nicht gereicht. Vielleicht finde ich ja gleich nochmal ein bisschen Dynamit, dann kann ich ja da weitersprengen. Schade, ich habe eine Goldkiste gerade gefunden, wollte schon sagen, und das ist gerade der Fall, aber leider nein. Leider gar nicht. Das die nehmen wir aber mit, die Goldkiste das noch hier. Das Problem ist wirklich, ich weiß nicht mehr, wie ich hier aus diesem Laden rauskomme. Also eigentlich könnte ich mich auch nach oben springen, aber ich möchte nicht, ich habe echt Angst. Weil ich weiß, dass ich irgendeine Scheiße machen werde und dann gleich dabei drauf gehe. Das Ding ist, ich kann mich nicht mal mit der Spitzhacke rausbauen. Weil? Ich in diesem Hollow oder wie das heißt, Biom bin, in diesem Heiligbiom. Und da sind die Steine, die sind zu hart. Brauch ewig lange, um einen einzigen Stein dort abzubauen. Das ist natürlich jetzt scheiße, ne? Ja, dafür brauch ich diese Dämonit-Sachen, also die Dämonen-Sachen. Dann komme ich hier schneller raus. Gibt's denn eine eigene Hölle? Eigene Hölle? Nein, glaub nicht. Nein! Da kommt ein lila Slime! Ist doch egal, oder? Sind die so schlimm? Das sind die, die dich auf ein Herz runterhauen. Jolo, Capolo. Was ist los mit dir? Hast du Angst? Ja. So. Was ist das denn? Ich glaube, ich habe wieder... Ja, Mann. Ich glaube, das ist Silber. Boah, das Problem ist, ich würde am liebsten das Dynamit setzen und dann abhauen, so mit so einem Counter, weißt du? Das wäre geil. Das gibt's hier aber nicht, Zander. Das Problem ist, ich habe echt richtig Angst, die Dinger zu werfen. Ja, Yolo Capolo, ne? Entweder leben oder nicht leben. Ich mach das auch jetzt, Yolo Capolo. Scheißegal. Boah! Oh! Oh! So. Ah, was ist Smiley in der Wand? Ich habe Smiley in die Wand gesprengt. Wie geil das ist. Okay. Okay. Tut mir wirklich leid, liebe Leute, dass ich hier mit euch, weiß ich, seit zwei Folgen jetzt in irgendeiner Höhle rumgeister und nicht den Weg rausfinde, aber das ist doch gerade echt eine dumme Situation. Bei mir knallt es gerade und ich bin gleich draußen, glaube ich. Also bei mir läuft gerade richtig, ey. Ich spreng gerade hier den Weg nach oben. Ich bin so wie die Verbandssparkasse. Wir machen den Weg frei. Ja, läuft bei dir. Ja, Mann! Da ist es! Die Oberfläche! Und ich habe nur einen Dynamit. Ich hoffe, frei. Dass ich jetzt auch gleich rauskomme hier. Ich hab einfach ein riesen Loch in den Boden reingesprengt, aber ohne Scheiß ein riesen Loch. Das ist richtig unnormal. Guckt euch das mal an, ey. Richtig krass. Komm, da setzt du einen drauf und machen da einen noch. Bam! So. So machen Minenarbeiter in Terra meinen das. Die sagen sich nicht schön dezent einfach einzelne Blöcke rauskloppen, sondern einfach die ganze Welt sprengen. No! Oh. So, da sind wir wieder. So, oh, hier ist richtig viel Gold noch.
Das nächste Mal, wenn wir einen Höhleneingang suchen, dann haben wir hier einen. Also ich habe noch ein bisschen Kupfer gefunden, das nehme ich noch mit. Richtig geil. Richtig geil. Also ich habe hier Unmengen an Gold jetzt. Das Problem ist halt, wir müssen den Weg hier rausfinden. Bei mir. Du musst den Weg rausfinden. Ja, ich werde, glaube ich, diese Folge damit sehr lange beschäftigt sein, den Weg nicht rauszufinden. Das ist natürlich sehr geil. Das Problem ist, ich habe jetzt den Weg aus der Höhle gefunden, aber ich weiß nicht mehr, wo ich lang muss. Wir müssen auf 10 minus 700, da ist unser Haus. 10 minus 700. Ja. Muss ich da hin? Und minus Kevin, 700. Warum bin ich so weit in diese Höhle reingegangen? In die Richtung. Ich weiß nicht warum, das habe ich aber auch. Ohne Scheiß, du läufst halt einfach, da ist was, oh, da ist was. Und dann läufst du zur nächsten Kiste und ah, oh, da ist wieder was. Oh, wo war der Weg jetzt zurück? Das ist eben die ganze Zeit einfach so. Aber ich bin, glaube ich, hier gar nicht so verkehrt. Ja, das müsste sogar richtig sein hier. 10? 10? 10 minus 700. Hä, das... Hä? Was soll das denn? Ich muss in die Richtung. Auf welcher Höhe bist du gerade ungefähr? 73. Boah, was? Okay. Wo bist du denn? Hab ich vergessen. Alter, ich bin auf Höhe 19 jetzt. Naja, hier rausbauen, so, das kann ich vergessen. Ich muss schon irgendwo an eine sehr hohe Stelle kommen, dann. Wo bist du? Immer noch in diesem blauen? Ja, ja, ich bin in diesem... Ja, Mann, ich glaube, ich sehe unser Haus. Ja, ich sehe unser Haus. Ich sehe unser Haus. Ich sehe unser Haus. Und du hast kein Dynamit mehr oder so? Gar nichts mehr. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwo an die Stelle komme, wo ich mich vorhin hochgesprengt habe. Weil da war schon Höhe 60 oder so. Da muss ich vielleicht nur 10 Blöcke oder so weghauen. Das dauert dann zwar 3-4 Minuten, bis ich dann raus bin, aber ich habe es dann geschafft. Ja, warte, oh, warte mal. LOL, ich habe das Auge gefunden, womit wir den Boss beschwören können, in der Kiste. Nicht ernsthaft. Ja, ich habe es gefunden. Und Hermes Boots. Und nochmal eine Ice Rod. Alter, übertreib halt sofort deine Rolle, ey. Ohne Scheiß. Ich find direkt die krassesten Sachen immer, ey. Wie er sich freut. LOL. So, ich guck jetzt gerade mal. Ja, Mann, ich hab die Hermes Boots. Jetzt bin ich richtig schnell. Jetzt bin ich hier Roadrunner, weißt du? Mhm. Mal wegschmeißen. So, Life Crystal nochmal benutzen. So. Bam. Gold Ore. Ich weiß gar nicht, ob dieses Gold-Ingot, ich glaube, das ist nochmal eine Goldkiste. Ich glaube, das Gold-Ingot, was ich hier habe, das ist von Minecraft. Ja, ich hab nochmal Dynamit gefunden jetzt. Ja, dann kannst du dich doch raussprengen, ja. Digga. Boah, wie viel Silber hier in der Kiste ist, also Coins, ne? Das ist nicht mehr normal. Ja, Kaue. Okay, pass auf, ich könnte jetzt rein theoretisch zu dir kommen, oder du sagst, brauchst du nicht, dann bleibe ich nämlich hier und versuche noch ein paar Sachen zu bauen. Brauchst du nicht, bau ruhig. Ich werd jetzt versuchen, die Stelle zu finden, wo ich vorhin gesprengt habe. Und dann spreng ich da mit dem restlichen Dynamit weiter. Okay, dann baue ich nämlich erstmal einen Kupferhelm. Dafür brauche ich nämlich 15... So, Kupferhelm. Jetzt habe ich sofort erstmal einen... Oh, scheiße, jetzt habe ich... Ich habe eigentlich einen Helm. Verdammt. Ich habe einen Diving-Helm. Hä? Warte mal, ich habe einen Diving-Helm? Ohne Scheiß, ne? Das kann sein, wenn... Jetzt fällt mir gerade erstmal auf, Diving ist ja Tauchen. Das heißt, ich habe einen Taucherhelm. Und ja, das kann sein. Kann ich rein theoretisch eventuell unter Wasser atmen. Ja, wenn, dann hast du Glück. Hast du so ein seltenes Item auch gefunden, wie ich die Hermes Boots, womit ich ganz schnell laufen kann. Jo. Mit dem Helm kannst du unter Wasser atmen. Ja, sehr geil, siehst du? Unendlich. Unterendlich Wasser atmen habe ich. Geil. Fett, aber ich ziehe trotzdem einen anderen Helm an, weil ich glaube, der gibt mir mehr Rüstung. Gucken wir mal. Ich habe jetzt einen Rüstungspunkt. Mit dem Taucherhelm. Und wie viel habe ich mit dem? Auch einen. Ja, krass. Pass auf, dann den Kopperhelm, den lege ich dir dann in die Schule. Ich habe noch ein extra Herz. Den kannst du dann anziehen, den Kopperhelm, ja? Kevin? Kann ich machen. Aber ich habe ja viel Gold. Ich kann mir vielleicht aus Gold Sachen bauen schon. Gleich mal gucken. Ich muss jetzt ganz kurz mal gucken, wie man das Gold überhaupt hier macht. Ich hab mehr als genug Fackeln. Weil man muss ja, ich hab jetzt schon eine dritte Reihe Herzen, also du kannst mehr als zwei. Ja, ich hab einen Weg auch nach draußen jetzt. Wie schmelze ich denn das Gold ein? Weißt du das? Du musst das einfach nur in die Ding und dann dreimal. Ja, nee, viermal. Vier Stück. Viermal, okay.
Boah, ich habe voll die Extra-Herzen schon. Ich finde hier die ganze Zeit Extra-Herzen in dieser Höhle, ne? Du kriegst... Boah, ich habe jetzt 5 Gold-Dinger habe ich nur, ne? 5 Stück. Das ist nicht viel. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall noch mehr farmen davon. Das, du brauchst da richtig viel von. Ja, ich komme jetzt aber erstmal... Ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg zurück, weil, ich habe auch nicht mehr viel. Bei Kupfer kannst du 3 nehmen. Bei Kupfer brauchst du 3. Ich habe kaum noch... Ich muss mal... 20. Mit 25 Kupferlangen könnte ich mir ein Kupferhemd bauen. Ein Kupferhemd vor allen Dingen. Ein Kupferhemd. Oh, Junge, Junge, Junge. Boah, das Dynamit sprengt aber ganz schön hier, ne? Ja. Ja, verdammt, ey. Jetzt fehlen mir 5 Kupfer. Ich habe mich jetzt mit Dynamit hier rausgesprengt. Ich bisschen wenigstens hier rauskomme. So, der Roadrunner macht sich auf den Weg zu dir, Zander. Der kommt jetzt gleich. Hast du denn noch Boots für mich? Hermes Boots? Ja, nee, oder ich hab nur einmal, ein paar habe ich noch gefunden. Ich hatte die letztens 2-mal so eine Scheiße, ey. Ey, die sind richtig geil, die Teile. Die sind richtig geil, deswegen. Damit bist du so schnell, ne? Das ist nicht mehr normal. Ja, du bist ja... Warte mal, ist das eine Höhle da unten? Flintstone. Flintstones. Oh, warte mal, hier ist eine Höhle. Da war ich letztes Mal, glaube ich, auch schon drin. Hä? Was ist das? Ich höre die ganze Zeit Slimes, Alter. Wo bist du denn jetzt? Komm doch mal nach Hause, anstatt dass du jetzt wieder irgendwie eine neue Höhle jetzt anfängst zu untersuchen. Ich wollte gucken, weil ich hatte ja eine Höhle, wo ein Extraherz noch letztes Mal drin war, was ich drin gelassen habe. Das würde ich schon dann gerne mitnehmen, wenn ich die wieder finde, ne? Hier zum Beispiel, da ist eins. Ja, wie mir diese Ich nämlich davon mehr habe, ist das immer besser. Wow, 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 wow. Jetzt werde ich erstmal hier von 10 Augen angegriffen, ey. Auch bei mir richtig jetzt. So. Bam, bam. Die Sache ist, ich warte jetzt auf dich und ich würde jetzt... Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, dann gib Gummi. Boah, diese Drecksaugen, ne? Unfassbar. So, da habe ich jetzt einen Cooldown. 56 Sekunden noch, bis ich das nächste Mal was essen kann. Ich töte jetzt so lange ein paar Monster. Okay, ein bisschen PvP-Skills hier auspacken. Oh, bin ich jetzt hier? Oh, 3 Herzen! Uiuiui, okay, ich hau ab. Ich hau ab. Aber Pilze gibt's hier echt genug, ey. Da kann man sich nicht beschweren. Ja, Mensch. Wie lange brauchst du noch? Pilzen kann man nie genug haben. 100 Blöcke noch. Dann bin ich da. Ja, aber du musst die ganze Zeit springen, das ist voll nervig. Du kannst nicht unendlich Pilze essen, ne? Das darfst du nicht vergessen. Du kannst ich hab Heiltränke. Du kannst nur einen Pilz essen und dann musst du eine Minute warten. Ach, stimmt, ich sehe unser Haus. Ich sehe unser Haus. Ey. Warte, was? Guck mal, da hinten der Zombie. Guck mal, der Zombie. Bam, Junge. Hauptsache, der Baum ist einfach weg. Hauptsache, ich hab das ganze Stück hier terminiert, ey. Guck mal, ich hab das aber auch noch. Komm mal her. Pass auf, das Auge. Oder hier der Slime. Pass auf, machen wir mal mit dem Slime. Ohne, dass das Grundstück kaputt geht. Siehst du das? Ja, das sind Granaten, ne? Ja, das sind Granaten. Das ist auch geil. Ey. Ey. Ey, das Auge greift mich an, Alter. Macht mich gerade fertig. Ich habe nur noch 2 Herzen. Junge. Zum Glück habe ich ja so viel Herzen. Ich muss mir keine Sorgen jetzt machen. Sind die Augen so aggressiv? Ey, vorhin habe ich das einmal geschlagen und sind die ganze Zeit abgehauen. Jetzt hat er mich 3-mal hintereinander gehittet. So, ich glaube, das hat eine Linse gedroppt. Kann das sein? Nee. Ich weiß es nicht. So, ich baue uns jetzt erstmal was Geiles hier auf. Wir müssen ja Platz haben eigentlich, ne? Wir müssten eigentlich mal gucken, dass wir unser Haus auch erweitern. Ja, egal. Das ist erstmal nicht so wichtig. Guck mal, ich habe jetzt 22 Silverbar haben wir. Ja, ich stelle uns einfach Kisten auf, wo wir Sachen drin lagern können. So. Ja, wie viele Kisten du einfach gefunden hast. Ich stelle ein paar Kisten auf. Noch hässlicher hättest du die nicht hinstellen können, oder? Ich habe 19 Goldbarren. Okay, das ist gut. Oder ja, ich guck jetzt mal wegen einer Goldspitzhacke. Oder warte mal, Schwert kostet, glaube ich, nee, ne? Warte mal, wir haben aber hier in der Kiste sind auch nochmal 6 Goldbarren, ne? Ja, müsst ihr mal gucken. Keule.
Ich guck mal eben ganz kurz, wie was wegen Holz noch. Hast du noch Kupfer? Noch. Hast du noch Kupfer? Ja, Kupfer habe ich Unmengen gefunden. Ja, gib mir mal bitte was. Warte, ich hole mir gerade Holz. Boah. Ich habe auch richtig viel Eisen noch, ne? Achtung, Auge. Boah, wirf mal ein Dynamit gegen das Auge. Ohne Scheiß. Halt mal, bist du wahnsinnig? Warum? Ja, nachher fliegt das an unsere Hütte und ich spring die eigene Hütte von uns in die Luft. Lass es. Ah, das Auge, lass es das töten. Das Problem ist, es haut immer wieder ab. Kann ich gleich mal ein Auge zeigen, was wir töten können? Da! Ich hab's gekillt! Ja, und es hat wirklich eine Linse oder sowas gedroppt. Ja, so eine Glasscheibe, so eine Runde. Lens. Ja, eine Linse. Ja. Was kann man damit machen? Damit können wir einen Boss beschwören, wenn wir davon genügend haben. Wie mal viel 4, 5, brauchen wir denn davon? 100, 6, 7, oder? 8, 9, 10, 11. Wie viel waren das? 12? Und ich glaube noch ein Holz, ne? Ja, ich habe eine Goldpickaxe. Ja, das ist schön. Damit können wir jetzt noch besser Sachen abbauen. Ich weiß nur nicht, was wir für Schwerter noch mal brauchen. Ah, warte also mal. Wir haben 33 Iron Bars haben wir jetzt. Ja, warte, ich mache jetzt mal noch meine Iron Bars dazu, ja? Mhm. Warte, da kommt noch was. Ich habe noch können mehr. Können wir uns nämlich vernünftig schon mal eine Rüstung bauen, weißt du? Okay. Hier ist übrigens noch ein Kupferhelm drin, ne? Den kannst du dir nehmen. Kevin, ja, warte. Hier, ich droppe dir den mal eben. Dann hast du den in deinem Inventar. Ja. Wir müssen mal auch gucken. So, wir haben jetzt insgesamt, guck mal, wie viel Iron Bars wir haben. Jo, da müssen wir jetzt halt nur überlegen, was wir daraus machen, ne? Was los hier? Ich komme mit meinem Goldschwert. Bam, Junge. Brauchen wir zum Beispiel einen Kochtopf oder eine Badewanne? Brauchen wir so einen Scheiß oder ist das nur Einrichtung? Ich glaube, das ist nur Einrichtung. Was sagt dieses Pupskissen? Hast du das schon ausprobiert? Nee, keine Ahnung, wa? Ernsthaft? Nicht ernsthaft. Das ist nicht ernsthaft ein Furzkissen. Kevin. Gib mir dieses Teil. Du Sau. Gib mal her, ich will auch mal drücken. Warte. Du bist so ekelhaft, ne? Ich baue dich jetzt hier ein. Ich baue dich ein. Bleib da drin in deinem Scheißhaus. Okay, alles klar. Gut, ich glaube, wir sind aber am Ende der Folge angekommen, Leute. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst eine positive Wertung da. In der nächsten Folge gucken wir mal, dass wir uns ein bisschen Rüstung zusammenbauen und werden uns so langsam Richtung... Wie geht das? Rechtsklick. Junge, die Hände sind ganz richtig feucht. Jetzt haben wir ein Spielzeug für Zander, womit er die Folge einfach 10 warum, Minuten länger macht. Warum ploppen denn hier Herzen bei mir auf? Weil das gut tut. Okay, also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüss.